Und ich würde Ihnen gerne einen Einblick geben, so ein bisschen hinter die Kulissen, wie das mit diesen Rohstoffachsen wirklich ist. Weil es gibt da vieles, was man von außen nicht sieht und auch wirklich nicht weiß. Und es ist ein Feld, was eben auch sehr gefährlich ist, aber auch sehr interessant. Vielleicht kurz zu meiner Person. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich bin jetzt 58 Jahre alt und bis zu meinem 42. Lebensjahr bin ich praktisch als verkrachte Existenz um die Welt gezogen und musste mich immer verdingen, irgendwo Geld verdienen. Und so war ich eben in der Chemieindustrie, da war ich Finanzdirektor für Dow Chemical in Deutschland. Und dann hat mich die Firma Benckiser, weil ich als Bub, mein Vater war Beamter im Auswärtigen Amt, also bin ich als Bub in Hongkong in kurzen Hosen in die Volksschule gegangen, in den 60er Jahren, als Hongkong noch 600.000 Einwohner hatte. Insofern habe ich als junger Mensch viel erlebt, aber irgendwie habe ich dann auch eine Schulausbildung noch hinbekommen. Und die Firma Benckiser, die hat mich dann nach Australien geschickt, 1989 bis 1991. Da war ich dann Alleingeschäftsführer für Benckiser. Und nachher war ich 5 Jahre in Singapur. Und in all der Zeit habe ich eben immer aufgesaugt, versucht sehr viel zu lernen im echten Geschäft, weil ich eben nicht irgendwelche Finanzen gemacht habe, sondern ich habe Geschäft geleitet, mittelständische Größenordnung, aber in einer fremden Kultur. Und das war parallel immer zu meiner, also normalerweise hätte ich jetzt einen guten Job und wäre irgendwo Geschäftsführer in Stuttgart-Degerloch oder irgend sowas und würde 800.000 Euro verdienen. Aber bei mir ist eben so, ich habe leider mit 11 Jahren schon gewusst, dass ich Börsianer bin. Börsianer, weil ich eben nur wenig Geld hatte, mein Taschengeld. Und da konnte ich ja nicht die Firma Porsche aufkaufen, also ein Takeover-Angebot, das wäre natürlich besser gewesen. Also musste ich Aktien kaufen. Und es ist tatsächlich so, dass ich seit 1971, gibt es keinen Tag in meinem Leben, wo ich nicht eine Aktie gehabt habe. In allen Höhen und Tiefen und Krisen. Und immer relativ viel in Bezug auf meinen Gesamtnetworth. Also wenn der 300 D-Mark war, dann hatte ich 250 in der Börse. So. Und alles, was ich heute bin, mit Familie und allem drum dran, verdanke ich tatsächlich der Börse. Ich verdanke es also nicht irgendwelchen Klienten und natürlich der Sparsamkeit. Ich habe immer weniger ausgegeben, als was ich eingenommen habe. Und das A und O beim Reichwerden ist diese Regel. Wer die kapiert, der darf nur nicht zu früh sterben. Nicht? Der kommt aber in jedem Fall am Ziel ab. Ja, jedenfalls 1989 und 1991 habe ich eben mein australisches Netzwerk aufgebaut und habe diese Minenindustrie, vor allem der Junior Exploration Companies, kennengelernt. Hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Dann fängt man eben an, wie alle, dass man nämlich in Brokern was glaubt. Und dann kauft man die Aktien und wundert sich, warum das alles nichts wird. Jedenfalls, ich habe da nie locker gelassen und seit dem Zeitpunkt an diese Expertise immer weiter ausgebaut. Und dann schließlich vor 11 Jahren eben diesen Rohstofffonds in die Welt gesetzt. Und parallel dazu in dieser Zeit, weil ich doch gesehen habe, also einfach da nur wie so ein Börsenmann da rummachen, das ist Käse, habe in dieser Zeit mein Know-how sehr vertieft. Ich habe also praktisch alle 2-3 Jahre, nehme ich mir bewusst ein neues Feld vor, wo ich sehr viel Zeit investiere. Ich lese also dann die alten Bücher, wie ist überhaupt die Diamantenindustrie entstanden? Wie war das damals in Südafrika? Wer waren die Spieler? Aus welchen Anfängen sind eigentlich die Konzerne gekommen und so weiter. Und da lernt man viel, viel mehr, als man denkt. Aber das ist eben etwas, was ein normaler Angestellter, ich bin ja 100% selbstständiger, unabhängiger Unternehmer, ein angestellter DWS-Fondsmanager, der hat ja gar nicht die Zeit dafür. Der kann sich ja nicht hinsetzen, sagen, jetzt lese ich erstmal 10 Bücher von, was weiß ich, 1905 und von 1920, wie das war, als die Oppenheimers da mal überhaupt eingestiegen sind. Aber da kriegt man sehr viel raus. Da kriegt man nämlich raus, aha, der ist ja überhaupt gar nicht der Pionier gewesen, der Ernest Oppenheimer, der eben Anglo-American und De Beers gegründet hat. Man stellt vielmehr fest, der hat es gar nicht gegründet. Der kam erst später in der zweiten Folge, nachdem die wirklichen Pioniere die Sachen gefunden haben. Und das war ein genialer Anteileaufkäufer. Und so eine Prägung setzt sich dann natürlich fort.
Weil das stirbt der Sohn, der Harry Oppenheimer, der fast 100 wurde und das weitergeführt hat, der ist natürlich mit dem Saft groß geworden beim Frühstück. Er geprägt worden. Also ist das schon etwas zu erkennen, was für eine Firmenkultur steckt eigentlich in so einer Aktie drin. Die einen haben eben immer, was weiß ich, irgendwelche Leisetreter, ja, die anderen sind geniale Finanzmanipulateure etc. etc. Und der nächste, abgesehen von also dem gründlichen Anfang ganz früh, was ich allen sehr empfehlen kann, und dann in die Neuzeit hoch, wenn ich mich dann wohlfühle, so habe ich das in dem Diamantenminengeschäft gemacht, als ich mich dann fit genug fühlte, dann kaufe ich mit privat, was weiß ich, für 200 Euro, 300 Euro, kaufe ich da mal zusammen, was man so kaufen kann. Und dann gehe ich auf die Hauptversammlung. Und da, das ist hochinteressant, weil selbst von bedeutenden Firmen mittlerer Größenordnung in London, wenn da Hauptversammlung ist, da sind vielleicht 20 Personen, davon sind 10 von der Firma, 2 Wirtschaftsprüfer, 3 Lawyer und dann ein Aktionär. Oder 2. Kein Witz. Von der Firma, die 1 Milliarde kapitalisiert ist. 1 Milliarde Pfund. Ja, und dann sitzen sie da. So. Und ihnen gegenüber, im Raum, der halb so groß ist wie dieser, sitzt aber der Chairman, da sitzt der CEO, da sitzt der Produktionschef, die sind alle eingeflogen aus Südafrika, weil es ist ja... Bitte? Müssen sie ja. Müssen sie, ja. Man kann sie auch vertreten lassen, also statt 5 Mann sind dann vielleicht mal nur 2 da, aber wenn sie dann irgendwie ein bisschen nett zu denen sind, dann kriegen sie natürlich einen Link. So. Ja, und dann geht man mit denen Mittagessen da. Ja, und sonst was. Und die können einen ja auch nicht einordnen. Heutzutage kann man ja den Namen nicht mehr kennen, ob einer nicht mit einer Milliardärin verheiratet ist. Ja, also sind sie erstmal lieber nett zu einem. So. Und so baut man dann eben, kann man doch sehr systematisch, wenn man bereit ist, Zeit zu investieren, Reisegeld etc. etc., baut man schon mal Netzwerke auf. Und man kriegt dann schnell ein Gefühl dafür, was sind das so für Pappenheimer. Und das Entscheidende ist, dass man im nächsten Jahr, da sagt er, ja, ein Long-Term-Investor from Germany und so weiter. Wichtig ist, dass man im nächsten Jahr natürlich wieder da sitzt. Dann sagt er, weiter, der Kerl ist ja immer noch da. Und im dritten Jahr auch. Dann nehmen die einen für voll. So. Völlig egal, dass man noch die 3 Aktien hat. Erstmal ja, so. Dann, wenn man natürlich gar kein Geld hat, dann würde ich sagen, wenn man Student ist, ist das auch eine gute Sache. Vielleicht fällt ja ein Job ab oder so irgendwie. Aber drüber wird man nicht. Aber sag mal, ich mache das ja schon mit einer gewissen Überlegung. So. Jedenfalls, wenn dann zum Beispiel in der Krise, so war das 2008, 2009, plötzlich zum Rock-Bottom-Preis und eine Kapitalerhöhung gemacht wird, wo kaum einer mitmachen will, und die sagen dann, hier, wie ist es denn? Und dann sagt man, jawohl, sehr gerne, mache ich mit, hier, was weiß ich, 200.000 Euro. Dann wird das schon sehr zur Kenntnis genommen. So. Und entsprechend haben sie dann, wenn man das ein bisschen mit den Leuten kann, wirklich auch Zugang zu denen. Das heißt, ich kann dann wirklich den Telefonhörer hochnehmen, was weiß ich, am Montag. Und wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video.
Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.